Geehrte Geschwister, stellt euch eine Person vor, die nicht nur Drogen nimmt, sondern noch schlimmer, Drogen verkauft. Stellt euch eine Person vor, die als Zuhälter arbeitet. Eine Person, die Menschen ihr Eigentum wegnimmt. Eine Person, die dann auch eine 8- bis 10-jährige Haftstrafe abzubüßen hat. Stellt euch eine solche Person vor. Wie wirkt sie auf euch? Und nun stellt euch eine Person vor, nach der mehrere Straßen benannt sind. In einem Land wie auch in anderen Ländern. Eine Person, deren Konterfei ihr auf einer Briefmarke, auf einem Brief aufkleben könnt. Eine Person, die in einer bekannten Stadt sogar einen stadtweiten Feiertag gewürdigt bekommen hat. Eine Person, die in ihrem Land wie auch international wichtige politische Führer trifft und diese auch beeinflusst. Eine Person, die den Sportler des Jahrhunderts auch positiv beeinflusste. Jeder kennt den Sportler des Jahrhunderts. Ja, das muss der Imam hier nicht sagen. Aber der Imam wiederholt ja auch einige Dinge. Ja, Muhammad Ali, rahimahullah. Stellt euch eine Person vor, dessen Autobiografie zu den 10 einflussreichsten Sachbüchern des letzten Jahrhunderts, was ja nicht so lang zurückliegt, zählt. Ja. Stellt euch eine solche Person vor. Wer könnte diese Person sein, geehrte Geschwister? Stellt euch vor, diese Person könnte jeder Einzelne von uns sein. Jeder Einzelne von uns könnte eine solche Person sein, im abstrakten Sinne. Denn der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, wie Imam Suyuti als Sahih einstufte, ma minkum min ahadin illa walahu manzilan. Ja, es gibt keinen von euch, außer dass er 2 Wohnstätten besitzt. Manzilun fil Jannah wa manzilun fil Nar. Eine Wohnstätte im Paradies. Jeder Mensch hat eine Wohnstätte im Paradies, aber auch eine Wohnstätte im Höllenfeuer. فَإِذَا مَاتَ فَدَخَلَ النَّارَ وَرَثَ أَهْلُ الْجَنَّةِ مَنْزِلًا. Und wenn die Person, die für das Feuer bestimmt ist, stirbt, so erbt ein Paradiesbewohner dessen Wohnstätte im Paradies. Aber jeder hat ursprünglich 2 Wohnstätten, eine im Paradies und eine im Höllenfeuer. Und der Prophet rezitierte dabei die Aya, Allahs Wort, أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسِ. Und das sind diejenigen, die erben, ja, die das höchste Paradies werden erben, sinngemäß. Wir alle haben also 2 Wohnstätten. Wir können uns diese Wohnstätten vorstellen und wir können uns vorstellen, was jeweils zu einer solchen Wohnstätte führt. Und zu den Genüssen der Paradiesbewohner zählt im Jenseits, um ihre Dankbarkeit zu steigern, wie der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, ein Hadith, der von Haythami als Sahih auch eingestuft wurde, kullu ahlin nari yara maq'adahu min al-jannah. Ja, also jeder Feuerbewohner sieht seinen Platz auch im Paradies, der für ihn eigentlich auch erreichbar war, ja. وَكُلُّ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. Und jeder Paradiesbewohner, er sieht seine Wohnstätte im Höllenfeuer, die ihm auch möglich gewesen wäre. Und der Höllenbewohner wird dadurch nur noch an Bedauern genährt,
Und der Paradiesbewohner wird dadurch nur an Dank gemehrt. Das heißt, die Personen, die wir uns vorgestellt haben, auf uns selbst zugeschneidert, stecken beide Personen in uns drin, geehrte Geschwister. Nun stellt euch ein Kind vor, dessen eigene Mutter ihn nicht wirklich lieben kann, weil dieses Kind vom Äußeren her dem Vater der Mutter ähnelt, dem Vater, der seine eigene Tochter misshandelte. Stellt euch vor, dass diese Familie sehr viel umziehen musste, weil sie auch rassistisch verfolgt wurde. Stellt euch vor, dieses Kind musste damit aufwachsen, dass der Vater wohl von Rassisten ermordet wurde. Der damit aufwachsen musste, dass eine Versicherung die Versicherungssumme nicht auszahlen wollte, weil sie sagte, es sei Selbstmord gewesen. Ein Kind, der 13 Jahre alt ist, Jugendlicher, Heranwachsender, dessen Mutter in die Psychiatrie eingeliefert wird und dort die nächsten 26 Jahre ihres Lebens wird verbringen. Und der im weiteren Verlauf in einem Heim aufwächst und unter mehreren Pflegefamilien. Stellt euch dieses Kind vor. Wir haben uns nun drei Personen vorgestellt, geehrte Geschwister, und wir reden alle von ein und derselben Person. Wir reden von einer Person, die drei Namen hat. Einen Namen, der ihr bei ihrer Geburt gegeben wurde, Malcolm Little. Einen Namen, den die Person neu annahm durch Ablegung des Nachnamens, Malcolm X, weil er sagte, mein Nachname ist mir nicht bekannt, aufgrund der Geschichte der Sklaverei. Und einen Namen, der auf seinem Grabstein steht, Hajj Malik Shabazz, ja, El-Hajj Malik Shabazz, auf seinem flachen Grabstein übrigens, ja, er hat keinerlei Erhebung, ist einfach nur ein flacher Grabstein. Ein Mann, der, von dem wir meinen dürfen und hoffen dürfen, dass er als Shahid gestorben ist. Was bedeutet es, ein Shahid zu sein, geehrte Geschwister? In der arabischen Sprache bedeutet die Shahada die definitive Nachricht. Es bedeutet, anwesend zu sein. Es bedeutet, etwas zu sehen. In dem Sinne auch Zeuge sein zu können für etwas, weil man anwesend war, weil man gegenwärtig war, weil man etwas wahrgenommen hat, gesehen hat. Und es bedeutet auch, für Allah zu sterben. Ein Shahid ist jemand, der für Allah gestorben ist. Das kann auch in einem politischen Kampf gewesen sein, geehrte Geschwister, ohne eine Waffe in der Hand zu haben. Wie der Prophet beispielsweise beschrieb, sallallahu alaihi wasallam, dass man ein gerechtes Wort gegenüber einem tyrannischen Herrscher ausspricht. Und der Shahid hat natürlich großen Lohn. Allah Ta'ala sagt in Surah An-Nisa, das ist die vierte der Abfolge nach, in der 69. Ayah, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Und wer Allah gegenüber gehorsam ist, der bekommt eine Belohnung, geehrte Geschwister, eine von den folgenden möglichen. Und wer Allah und dem Gesandten gehorcht, diese sind unter denjenigen, denen Allah gute Gaben erwiesen hat. Von den Propheten, von den Wahrhaftigen, von den Märtyrern, den Shuhada und den gottgefällig Guttuenden. Und diese wurden vom guten Begleiter begleitet. Oder und diese sind gute Begleiter. Subhanallah, der Wahrhaftige wird hier direkt nach, oder die Wahrhaftigen werden direkt nach den Propheten und vor den Märtyrern genannt. Das sollte uns neugierig machen. Ja? Wer sind die Wahrhaftigen? Das war ein Beiname Abu Bakrs, radiallahu anhu, dem vorzüglichsten Menschen auf Erden, abgesehen von den Propheten,
Er wurde As-Siddiq genannt. Ein bedeutungsreiches Wort in der arabischen Sprache. Ist auch derjenige, der viel Sadaqa gibt. Ja? Derjenige, der wahrhaftig ist. Der nicht lügen kann. Ja? Er kann vielleicht falsch liegen in einer Angelegenheit. Aber das aufrichtig. Ja? Im besten Wissen und Gewissen. Wie wir im Deutschen auch sagen. Derjenige nach Ibn Rajab, dessen Überzeugung ihn dazu führt, das Ungesehene so wahrzunehmen, als ob er es sehen würde. Ja? Wenn man beispielsweise Essen sieht, sieht der Wahrhaftige die Möglichkeit, dankbar zu sein. Wenn man eine Prüfung hat, die einen fordert, dann sieht der Wahrhaftige eine Gelegenheit, die Zufriedenheit Allahs zu erlangen, Lohn zu bekommen. Ja, wenn der Kranke krank ist und er ist wahrhaftig, dann sieht er, wie von seinen Sünden genommen werden, weil der Prophet das versprach, sallallahu alaihi wasallam. Also dessen Überzeugung ihn dazu führt, die ungesehenen Dinge vom materiellen Auge mit dem Herzen so wahrzunehmen, als ob er sie mit dem materiellen Auge sieht. Nach Ibn Rajab ist das die Definition oder eine der Definitionen für die Wahrhaftigen. Jemand, der sich so verhält, als ob Allah, also jemand, der sich so verhält, im Wissen, dass Allah ihn sieht. Das wurde auch gesagt. Das ist der Wahrhaftige. Und derjenige, der sich so verhält, als ob er Allah sehen könnte, das ist noch eine Stufe weiter, das ist die Stufe der Wissenden, der Erfahren, diejenigen, die etwas erfahren. Ja? Al-Arifun. Allah Ta'ala ist nicht Al-Arif, weil in der arabischen Sprache Al-Arif derjenige ist, der etwas erfährt und Allah Ta'ala weiß alles. Er braucht nichts erfahren, um danach etwas zu wissen, ja, und Al-Arifun sind diejenigen, die etwas durch Erfahrung wissen. Ja, subhanallah. So viel zum Siddiq, zum durch und durch Wahrhaftigen. Und ein Märtyrer hat natürlich gewisse Vorzüge, geehrte Geschwister. Vorzüge, die man zusammenfassen kann, unterkategorisieren kann in Vergebung, in Leidersparung, was das Jenseits anbelangt, in Würdigung, was das Jenseits anbelangt und auch das Diesseits, dass er sogar im Jenseits sich für andere einsetzen kann. Ja? Der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, dass er für 70 seiner Nahestehenden Fürsprache einlegen kann und dass ihm auch Begierden erfüllt werden. Ja? Dem Mann gemäß seiner Beschaffenheit und seiner Wunschvorstellungen und der Frau auch, ja, gemäß ihrer Beschaffenheit und ihrer Wunschvorstellungen. Und das alles nehmen wir aus den sicheren Worten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und übrigens, weil Allah einfach so gnädig ist, dürfen wir auch für all diejenigen hoffen, dass sie im Jenseits besonders belohnt werden, Märtyrer ähnlich belohnt werden, die an einem qualvollen Tod gestorben sind, ja, und sei dieser krankheitsbedingt. Ja, und sei dieser krankheitsbedingt. Es gibt einen Hadith, dementsprechend, der auch authentisch ist, und da werden 7 Wege zu sterben beschrieben, die als Märtyrertod auch bei Allah Ta'ala gelten. Und es gibt weitere Hadithe. Einer der Gelehrten hat 20 solcher Todesarten zusammengezählt und sie subsumiert unter qualvollem Sterben. Ja, Allah Ta'ala so gnädig ist. Und heute werden wir über Märtyrer sprechen, geehrte Geschwister, weil es wichtig und weil es inspirierend ist. Und wir werden über Al-Hajj Malik Shabazz sprechen, Rahimahullah, Malcolm X sprechen, weil es uns Leben gibt. Die Art, wie er starb und wie alle Märtyrer sterben, gibt uns Leben und Inspiration. Was sagte diese Person? Was sagte diese Person, die 6,5 Jahre im Gefängnis verbracht hat und die, ja, zu den niedrigsten
der Niederen gezählt haben in ihrem Lebensstil, bevor sie zu Allah Ta'ala finden durften. Ja? Was sagte diese Person? Was ist ihre Botschaft? Er sagte, Bildung ist dein Pass in die Zukunft. Ja, wir brauchen alle einen Pass, um woanders hinzukommen, wenn wir weiterkommen wollen, ja, ins Ausland kommen wollen. Ja? Und Bildung, sagt er, ist dein Pass in die Zukunft. Ja, und die Zukunft, morgen gehört demjenigen, der sich heute dafür vorbereitet. Subhanallah, wie werden wir jetzt in die Schule gehen? Wie werden wir jetzt an unserem Schreibtisch sitzen zu Hause? Wie werden wir jetzt am Küchentisch sitzen oder am Fernsehtisch sitzen, wenn wir unsere Hausaufgaben machen, ja, nachdem wir das gehört haben von unserem, ja, Vater im erzieherischen Sinne, Malcolm X, Al-Hajj Malik Shabazz. Ja, diejenigen, die an einem Küchentisch oder an einem Fernsehtisch sitzen, die werden sagen, ich hole mir jetzt einen Schreibtisch. eBay Kleinanzeigen oder direkt zu, will jetzt keine Werbung machen, man holt sich einen schönen Schreibtisch. Und wenn man gute Ausrüstung hat, geehrte Geschwister, ja, man ist richtig in Stimmung. Ich habe mal das Fußballtrikot eines Bundesligisten angehabt, bei ihm übernachtet und war nicht, und er sagt, hier, ist ein bisschen kalt und wisst ihr, wie ich mich gefühlt habe? Ich habe mich gefühlt, als ob ich bereit bin für die Weltmeisterschaft. Ich habe mich als Sportler, als Athlet gefühlt. Ja, sag ich, mit so einem Trikot kann ich, ja, ist kein Problem. Ja, weil Ausrüstung bringt einen in Stimmung, geehrte Geschwister. Das weckt Gefühle. Ja, wir wollen uns also bilden, geehrte Geschwister. Und er sagte, ohne Bildung kommst du nirgendwo hin. Ohne Bildung, das ist dein Pass. Du kommst nirgendwo hin. Ja, und morgen gehört demjenigen, der sich dafür vorbereitet. Wir brauchen eine kritische Bildung, geehrte Geschwister. In Bezug auf Medien sagte unser Vater in diesem übertragenen Sinne, wenn du nicht aufpasst, werden dich die Medien dazu bringen, dass du Unterdrückte hasst und Unterdrücker lieben wirst. Ja. Weil eben unsere Emotionen auch von Medien beeinflusst werden können. Und er sagte, dass Medien die Kraft haben, Unschuldige schuldig dastehen zu lassen und Schuldige unschuldig dastehen zu lassen. Und subhanallah, bis heute ist sein Tod ein Beweis dafür, dass diese Aussage stimmt. Weil zwei Menschen im Gefängnis, für dessen Ermordung saßen, die ihn nicht ermordet haben. Und weil mindestens vier andere niemals belangt worden sind für dessen Ermordung. Ja. Das sind zumindest, wenn es nicht Tatsachen sind, das ist das, was offensichtlich ist. Der ehemalige Professor Dr. David Garrow hat übrigens auch den Pulitzerpreis gewonnen, das war seine respektierte Persönlichkeit. Er sagte, weiße Strafverfolgungsbehörden haben über Jahrzehnte kein ernsthaftes Interesse daran gezeigt, die Ermordung Malcolm X zu untersuchen und aufzuklären. Ja. Wen es interessiert, welche Hautfarbe er hat, der kann gerne Dr. David Garrow googeln, aber seine Hautfarbe wird diese Aussage nicht weniger wahr oder falsch machen, als diese Aussage, wie gesagt, zutrifft. Was bedeutet das auch für uns, geehrte Geschwister? Denn wir können oftmals, ja, ähnliche Parallelen auch sehen. In Bezug auf die NSU-Morde, so sagen die Autoren dieses Buchs hier, Stefan Aust und Dirk Labs, Heimatschutz, der Staat und die Mordserie des NSU, sie sagen, ein Skandal, der ohne Beteiligung des Bundesamts für Verfassungsschutz wohl so nicht möglich gewesen wäre. Und die CDU und die Grünen haben in Hessen waren erst dagegen, dass überhaupt diese NSU-Morde aufgearbeitet werden. Ja, und in diesem Buch wird aufgearbeitet, wie fünf Ämter für Verfassungsschutz Akten vernichtet haben. Allein das Bundesamt für Verfassungsschutz hat über 310 Aktenordner geschreddert. Ja, so in einen Aktenordner passen gut 500 Seiten, rechnet also aus 310 mal 5 und dann werdet ihr wissen, wie viele Blätter vernichtet worden sind. Und das sind die, von denen wir wissen. Ja?
Das heißt, wir müssen, wenn wir uns bilden, wenn wir Medien konsumieren, sehr kritisch sein, sehr skeptisch sein. Ja, die Wahrheitssuche, geehrte Geschwister, sie muss umbenannt werden. Ja, in Wahrheitssafari, Wahrheitsabenteuer, Wahrheitsthriller. Und wir dürfen uns nicht im Negativen beeinflussen lassen, geehrte Geschwister, von Medien. Malcolm X, El-Hajj Malik Shabazz, und merkt euch diesen Namen, er hat ihn nicht umsonst angenommen, ja, El-Hajj Malik Shabazz, El-Hajj Malik Shabazz, ja. Er sagte, a race of the people is like an individual man, until it uses its own talent, takes pride in its own history, expresses its own culture, affirms its own selfhood, it can never fulfill itself. Ja, sinngemäß, dass ein Volk wie ein Mensch ist, bis es nicht sein eigenes Talent verwendet, stolz auf seine eigene Geschichte ist, seine eigene Kultur zum Ausdruck bringt und seine eigene Selbstheit, sein eigenes Selbstsein. Ja, subhanallah. Dieser Mensch hat mir 3 neue Wörter beigebracht. Weil ich Selfhood erstmal nachschlagen wollte, habe ich noch 2 weitere deutsche Wörter gelernt, die ich ansonsten so nicht kannte. Gewissermaßen verstanden habe, aber noch gerne mehr darüber wissen wollte. Und seine eigene Selbstheit, sein eigenes Selbstsein bestätigt, das bin ich. Das bin ich. Ich bin Muslim. Ich bin dieses und jenes. Meine Großeltern kommen dort und dort her, und dass man dazu steht, ja, bis das nicht passiert, geehrte Geschwister, kann sich diese Person niemals selbst verwirklichen. Niemals selbst verwirklichen. Sein eigenes Talent verwendet. Geehrte Geschwister, ungefähr, oder auf der sicheren Seite, um auf der sicheren Seite zu sein, über 100 pädagogische Einrichtungen aus dieser Gegend, aus dem Gallus, haben eine Einladung bekommen für folgendes pädagogisches Angebot. Es geht um Kinder mit Migrationshintergrund. Ja. Sie werden hier beschrieben als sozial und kulturell benachteiligt, oder für diese ist dieses Angebot für sozial und kulturell benachteiligte Kinder. Ja. Die auch bildungsbenachteiligt sind. Ja, schlechte Sprachkenntnisse werden hier auch im Zusammenhang thematisiert. Ja, soll ungeklärte Fragen und Interessen herausarbeiten. Es geht darum, ja, dass Sicherheit vermittelt wird und die Beschäftigung mit fremden Biografien. Ja, das ist ein Angebot, was gemacht wird. Ein Angebot, was ich nicht weitergereicht habe. Und ich möchte euch erklären, warum. Weil bereits mit einer Brille auf diese Kinder und Jugendlichen geschaut wird, die defizitär orientiert ist. Man sieht nur die Defizite. Man sieht nicht den Schatz, man sieht nicht die Kompetenzen. Warum soll ich diese Beschreibung annehmen von einer Person? Warum soll ich euch so beschreiben? Ja, ich hatte einmal Jugendlichen gesagt, ich habe gesagt, ihr seid der Hai im Weltmeer, weil ihr Kompetenzen habt, die die anderen Fische nicht haben. Ihr seid multikulturell aufgewachsen. Ihr sprecht andere Sprachen. Ja? Ihr könnt die Dinge ganz anders wahrnehmen. Und vielleicht wächst ihr auch auf mit, ja, materiellem Mangel. Aber deshalb seid ihr noch lange nicht geistig arm. Deshalb seid ihr noch lange nicht sozial benachteiligt, als ob ihr, ja, in eurem Sozialsein einen Nachteil habt. Ja? Vielleicht ist es gut gemeint, ja? Aber manchmal ist das Gegenteil von gut auch gut gemeint. Und was mich weiterhin gestört hat, ist, dass man nicht darüber spricht, wer und was diskriminiert, wer und was dazu führt, dass Menschen bildungsbenachteiligt sind. Und das weiß man in Deutschland.
Mindestens seit den PISA-Studien, mindestens seit 16 Jahren weiß man, dass unser Schulsystem Menschen aus einkommensschwachen Familien benachteiligt, strukturell. Wir wissen, dass Kinder, deren Eltern oder Großeltern hierher migriert sind, auch strukturell benachteiligt werden in der Schule. Und wir wissen, dass Kinder aus, man sagt, bildungsfernen Elternhäusern, meist geht es nur um eine bestimmte Bildung, aber das ist ein anderes Thema, dass diese Kinder aufgrund ihrer Eltern auch benachteiligt sind. Und warum? Weil das System so läuft, wie es läuft. Normalerweise im Sport, in der Wirtschaft, übernimmt man erfolgreiche Systeme. Man kopiert. Und das ist das größte Kompliment, was man einem System geben kann. Und ihr alle kennt Zusammenhänge, ja, wo Systeme kopiert worden sind. Weil sie eben besser funktionieren. Ja, fragt euch, warum wird das in Deutschland denn nicht gemacht? Anscheinend funktioniert das sehr gut für die Eliten, die gerade diese Entscheidungen treffen können. Und darüber wird hier nicht gesprochen. Weil nicht wir sind dann das Problem, sondern das Problem wird woanders verursacht. Bietet für die Workshops an. Bietet für die autochthonen deutschen Kinder einen Workshop an. Ja? Deren vier Großeltern in Deutschland jeweils geboren sind. Weil sie sind doch im Nachteil. Nicht diejenigen, ja, die übervorteilt sind. Durch ihre Kompetenzvermittlung, die ihnen das Schicksal mitgegeben hat. Und das ist wichtig zu wissen, geehrte Geschwister. Denn ansonsten werden wir unsere eigenen Talente nicht benutzen, wenn wir sie nicht wahrnehmen. Oder wenn wir sie sogar als Last wahrnehmen. Wenn wir das gar nicht haben wollen. Ja? Und auch das ist etwas, was unser Bruder El-Hajj Malik Shabazz durchgemacht hat. Ja, sein Schwarzsein wollte er leugnen und er glättete sich seine Haare. Und er war damals froh, ein heller Schwarzer zu sein. Ja, später ist er dann sogar ins Sonnenstudio gegangen, um noch schwärzer zu werden. Was wiederum auch eine andere Geschichte ist, aber stehen wir zu uns selbst? Sind wir zufrieden mit uns? Sehen wir unsere Talente? Lieben wir unsere Geschichte? Das lehrt uns unser Bruder Malcolm. Was mich auch gestört hat hier übrigens, dass die Lehrer ein Schreiben bekommen und die Eltern kriegen ein ganz anderes Schreiben. Da steht nichts von sozialer Benachteiligung und kultureller Benachteiligung. Ja? Spielt doch sofort mit offenen Karten. Aber das kann man natürlich nicht tun, denn welcher Vater, welche Mutter wird sich denn so angesprochen fühlen? So sozial benachteiligt, kulturell benachteiligt. Ja? Warum soll ich da meinen Sohn, meine Tochter hinschicken? Wir sind nicht so benachteiligt. Aber die werden dann so reingelockt. Ja, ein Angebot, so und so. Ja? Jetzt wisst ihr, warum ich einige Dinge nicht weiterleite. Weil sie mich nicht ansprechen und weil sie euch auch nicht ansprechen sollten. Ja? Und das ist nur eine Auffassung. Ihr könnt auch eine andere Auffassung haben. Bis man sein eigenes Talent benutzt, bis man auf seine eigene Geschichte stolz ist, bis man seine eigene Kultur zum Ausdruck bringt, bis man sein eigenes Selbstsein, seine Selbstheit bestätigt, wird man nicht sich selbst verwirklichen können. Geschichte, geehrte Geschwister. Wie müssen sich unsere Geschwister vom Balkan fühlen, wenn ständig vom christlich-jüdischen Abendland die Rede ist? Ja. Gehören sie nicht zum Abendland, geografisch, geschichtlich? Will man diese Jahrhunderte oder dieses geografische Gebiet einfach ignorieren? Ja. Das macht Angst, wenn Menschen dies ignorieren. Und übrigens, es wird erst vom jüdisch-christlichen Abendland seit dem Zweiten Weltkrieg gesprochen, seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs gesprochen. Vorher gab es diesen Begriff nicht. Ja. Ich habe hier ein gern gezeigtes Buch von jemand, der die Wissenschaft ernst nimmt, ja, Dr. Michael Borgolte, und der nennt sein Buch Siedlergeschichte Europas, Christen, Juden, Muselmanen, die Erben der Antike und der Aufstieg des Abendlandes 300 bis 1400 nach Isa alayhi assalam. Ja? Natürlich sind Muslime Teil der europäischen Geschichte. Aber es wird uns verwehrt oftmals. Wir werden oft ausgeschlossen von Realitätsverdrehern,
von Wahrheitsleugnern. Und da müssen wir gut aufpassen, geehrte Geschwister, ansonsten werden wir uns nicht selbst verwirklichen können. Hier ist ein Buch von einer Forscherin, Dr. Jonker. Sie beschreibt, wie Juden und auch Muslime in Schulbüchern dargestellt wurden, ja, vom Jahr 1700 bis 2010, und zeichnet auch, ja, diese Stereotype, diese Diskriminierungen, ja, diese schlechter Darstellung, sie zeichnet sie in einer wissenschaftlichen Arbeit auch nach. Wir müssen also gut aufpassen. Ja? Auch in der, und auch das bestätigt Malcolm noch 55 Jahre, rahimahullah, nach seiner Shahada, dass an der Geschichte gedreht wird. Ja, dieses Buch, das habe ich ungefähr vor 20 Jahren in der Hand gehalten, da geht es um die wichtigsten Texte der amerikanischen Geschichte. Ja, Martin Luther King ist dabei und berechtigterweise dabei. Malcolm X fehlt. Ich habe damals meinen Professor gefragt, warum ist Malcolm X nicht drin? Er sagt, ja, das ist das Thema deiner Hausarbeit. Ja, Dr. Walter Kühnel. Weil 137 andere Forscher, Professoren von zwei Universitäten, eine der Reden Malcolm X, ja, the ballot or the bullet, also entweder der Wahlzettel oder die Kugel, ja, wurde von diesen 137 auf Rang Nummer 7 gesetzt. Ja. Das heißt, er war ein wichtiger Impulsgeber für die amerikanische Geschichte. Aber gewisse Kreise haben kein Interesse daran, Malcolm X diese Ehre, die ihm zusteht, auch zuzusprechen. Lasst uns Allah Ta'ala an dieser Stelle um Vergebung bitten. Er ist der Einzige, der uns zu vergeben vermag. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Die eigene Kultur zum Ausdruck bringen. Das heißt nicht, dass wir uns von der Kleidung her abheben müssen. Ja, Ibn Taymiyyah hat auch, rahimahullah, gesagt, dass es für Muslime in einer Minderheitensituation bevorzugt, manchmal sogar verpflichtend sein kann, sich in äußeren Angelegenheiten anzupassen. Ja? Das heißt auch nicht, dass wir uns von dem Schlechten, was wir vielleicht vermittelt bekommen haben, auf familiärer Ebene oder kultureller Ebene, dass wir uns nicht abgrenzen von diesem Schlechten. Das heißt auch nicht, dass wir nicht das Gute annehmen können. Ja? Von dem Guten, was auch hier für uns sichtbar ist. Der Prophet Mohammed sallallahu alaihi wasallam, er war so gekleidet wie die Araber seiner Zeit. Er legte jedoch Wert darauf, und zwar höchsten Wert, dass Kleidung oder Äußeres nicht dazu führt, dass man als Religionsanhänger einer anderen Religion wahrgenommen wird. Was ich hier anspreche, ist die Thematik, dass wir aufgrund eines gesellschaftlichen Klimas dazu gekommen sind, dass manche, und der eine mehr und der andere weniger, sich selbst stellenweise verleugnen. Wir geben uns nicht immer als Muslime zu erkennen. Wir äußern uns nicht immer zu bestimmten Themen. Wir suchen Kompromisse. Und das kann schädlich sein, geehrte Geschwister. Subhanallah, warum beschäftigen wir uns gerne mit Märtyrern? Und ich erwähne, dass jedes Volk seine Märtyrer hat. Ein kleiner Spaziergang von der Konstalber Wache entfernt, dort steht das Hessendenkmal. Und das Hessendenkmal ist ein Denkmal für Märtyrer. Das Hessendenkmal ist ein Denkmal für Märtyrer. Und warum wir El-Hajj Malik Shabazz so schätzen, er hat das kommen sehen. Zwei Tage vor seinem Tod, vor seiner Shahada, inshallah, sagte er, nun ist die Zeit der Märtyrer gekommen. Und 7 Tage zuvor gab es einen Brandanschlag auf sein Haus, wo Frau und Kinder auch im Haus gewesen sind. Und wäre ein Brandsatz durch ein anderes Fenster gegangen, so wäre es auf das Kinderbett gelandet. Ja, subhanallah. Und trotzdem begab er sich in dieses Schicksal hinein.
Und inshallah treffen die folgenden Worte vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, von Imam Ahmad und Imam Ibn Majah verifiziert, auf ihn zu. Der Prophet sagte sallallahu alaihi wasallam: Innamal mu'min kal jamal al-anif haythuma qida inqad. Der Mu'min, ja, was solche Schicksalsangelegenheiten anbelangt, er ist wie das Kamel mit dem Nasenring, wenn es irgendwo hingeführt wird, lässt es sich führen. Al-Hajj Malik Shabazz, er ließ sich führen von Allah Ta'ala. In dem, was materiell gesehen das Unangenehmste für ein jedes Lebewesen ist, nämlich führen in den Tod. Was macht das mit uns, der zumindest damals noch, also er war nicht Muslim, zumindest damals, ich weiß nicht, ob er als Muslim gestorben ist, eine seiner Töchter trägt den Namen Hasna Muhammad, deswegen Allah Ta'ala weiß es am besten, ich konnte das jetzt nicht recherchieren, aber der damals auch recht berühmte Schauspieler Ossie Davis sagte bei seiner Beerdigung, er sprach vom strahlenden schwarzen Prinz, er zögerte nicht zu sterben, weil er uns so liebte. Und er sagte, and in honoring him, we honor the best in ourselves. Ja, dass man ihn ehrt, bedeutet, dass man das Beste in sich auch ehrt. Denkt an die Möglichkeiten, die wir alle haben in uns. Die Möglichkeiten, die uns ins Paradies bringen können, wenn wir sie umsetzen. Ja. Und das ist es, was besonders ist an Al-Hajj Malik Shabazz und an jedem anderen Märtyrer. Wenn wir sie ehren, ehren wir auch die besten Möglichkeiten in uns selbst. Und wenn wir es verloren haben, unsere eigenen Märtyrer zu gedenken, vielleicht weil sie von anderen schlecht geredet werden. Ja. Omar Mukhtar, rahimahullah, der gesagt hat, La nastaslim, nantasir au namut. Wir geben nicht auf. Wir siegen oder wir sterben. Und das sagt er wann? Das sagt er, als er gefangen war, als seine Hinrichtung anstand, als Folter anstand. Und der General meinte, er wird jetzt hier die Verhandlungen abschließen mit diesem Helden. Er sagte, welche Verhandlungen? Wie? Wir sollen uns ergeben. Wir geben nicht auf. Wir gewinnen oder wir sterben. Ist nicht verhandelbar. Wenn wir nicht offen über unsere Märtyrer reden können, dann ehren wir nicht die besten Möglichkeiten in uns selbst. Dann werden wir nicht unsere Talente verwirklichen. Dann werden wir einen schlechten Blick auf unsere Geschichte haben. Dann werden wir nicht zu uns selbst stehen. Und wie kann man sich selbst verwirklichen, wenn man nicht diese Voraussetzungen erfüllt? Ja Allah, ja Mujib, ja Rahman, ja Sami'a, du hörst uns, du antwortest uns. Ja Qarib, du bist uns nahe. Ja Wali, du bist unser Freund, unser Beschützer, unser Helfer, unser Sachwalter. Ja Nasir. Ja Allah, wir bitten dich mit all deinen wundervollen Namen, durch all deine perfekten und makellosen Eigenschaften. Bitte segne den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und seine Familienangehörigen und seine Gefolgsleute. Und lass uns zu den Letzteren zählen. O Allah, bitte lass unser Leben ein Beitrag sein für die Unterdrückten, für die Gefangenen, für die Verfolgten, für die Verzweifelten, für die Hungernden, für die Durstenden, für die Notleidenden insgesamt, O Allah. O Allah, bitte schenke uns ein langes, tatenreiches Leben und lasse uns ehrvoll leben und lasse uns als Märtyrer sterben. Gib uns all das, was der Prophet Muhammad von dir erbeten hat und schenke uns Zuflucht, vor allem, wo auch der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam bei dir um Zuflucht gebeten hat. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.